Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Da die englische Woche anstand und ich das zeitlich anders nicht hätte hinbekommen können, gibt es auch dieses Mal keine Konferenz, aber am 18. Spieltag, also nach der Winterpause, wird es natürlich wieder eine geben. Heute dann eben nur Zusammenfassungen. Viel Spaß auf jeden Fall dabei, bleibt noch ein letztes Mal sportlich fair in den Kommentaren. Ansonsten schöne Feiertage, guten Rutsch, aber es wird in der Winterpause sicherlich auch was kommen, also seid gerne gespannt. Ansonsten, wie gesagt, geht's jetzt los mit Hoffenheim gegen Dortmund. Der BVB vertändelte 2 Punkte beim Spiel gegen RB Leipzig am Dienstagabend. Hoffenheim konnte nach einer schwarzen Serie endlich mal wieder gewinnen. Sie zogen mit 2:0 siegreich vom Platz gegen Union Berlin. Die bessere Anfangsphase gehörte hier ganz klar den Sinsheimern. Bebu setzt sich da gut ab und überwindet Bürki aus kürzester Distanz. Und nach 8 Minuten stand es 1:0 für Hoffenheim. Der Schweizer sieht nicht ganz glücklich aus, ist aber auch weitestgehend alleine gelassen. Davon beflügelt auch die Anfangsphase klar auf Seiten der Gastgeber. Florian Grillitsch und Baumgartner im Zusammenspiel der BVB relativ tief hinten stehen. Kramaric aus der Drehung. Technisch durchaus ansehnlich. Wirklich gefährlich wird es aber nicht in der Szene. Setzt sich da zwar gut durch, aber Bürki sieht das im Ansatz, dass der doch am Kasten vorbeigeht. Der BVB fand nun aber langsam rein und wurde besser. Nico Schulz treibt den Ball über die linke Seite, vergisst dann aber, dass der Platz auch irgendwann zu Ende ist, kehrt wieder um. Sucht dann in der Mitte seine Mitspieler. Das führt dann zur ersten gefährlicheren Szene. Weigel zunächst, kommt aber gegen Hübner nicht durch. Weigel bleibt dran. Thorgan Hazard in die Arme von Baumann. Den Ball hält er fest, ohne größere Probleme. Das erste Mal, dass er sich hier etwas zumindest beweisen muss. Nur wenige Augenblicke später wieder der BVB nach vorne. Weigel mit dem guten Ball nach außen zu Nico Schulz. Jetzt wird es wirklich mal richtig gefährlich. Guerrero mit der Hacke zu Marco Reus. Und Oliver Baumann muss das erstmal richtig eingreifen. Fischt den raus. Doch mittlerweile konnte Favre zufrieden sein mit dem, was er da von seiner Mannschaft sah. Hoffenheim verlor mehr und mehr an Sicherheit. Kurz vor dem Seitenwechsel wollte der BVB dann noch den Ausgleich erzielen. Julian Brandt zieht einmal den Ball unterm Fuß hin lang. Es hätte eine gute Freistoßposition werden können, doch der BVB will den Vorteil nutzen. Brandt zu Reus. 2. Minute der Nachspielzeit. Wurde erstmal noch nichts mit dem Ausgleich nach 45 Minuten. So ging es etwas schmeichelhaft mit dem 1:0 für Hoffenheim in die Katakomben, die gut begannen, aber dann stark nachließen. Der zweite Durchgang begann dann aber wieder besser für die Gastgeber. Grillitsch zu Sebastian Rudi. Florian Grillitsch nimmt sich ein Herz aus knapp 16 Metern. Bürki ist auf der Hut und kann den gut rausholen. Das war eine Glanztat. Der hätte super gepasst, aber der Schweizer ist eben zur Stelle. Dann übernahm aber wieder der BVB. Etwas über eine Stunde gespielt. Hazard zu Julian Brandt und jetzt muss er es doch eigentlich machen. Oliver Baumann fährt den Fuß aus, macht das stark, doch aus dieser Distanz sollte der Ball eigentlich sitzen, wenn einer von Julian Brandts Qualität aufs Tor schießt. Die Zeit lief so langsam davon, keine Viertelstunde mehr zu spielen, der BVB investierte jetzt alles, was sie hatten. Julian Brandt und Julian Weigel, nicht im Abseits, Julian Weigel gegen Oliver Baumann, aber wieder nur der zweite Sieger, an dem konnte man als Borussen-Fan heute verzweifeln. Die Schlussphase, ein letztes Mal der BVB, Nico Schulz setzt sich da durch, die Flanke wird länger und das Thorgan Hazard, 86. Minute, doch noch der Ausgleich. Und der war hochverdient. Der BVB holt sich hier den verdienten Punkt ab. Schöner Kopfballaufsetzer von Hazard. Hübner verschätzt sich da etwas. Für Baumann ist nichts mehr zu halten. Das ist nicht so viel wert wie ein Dreier, aber moralisch sicherlich sehr wichtig für den BVB. Holen sich hier den Punkt gegen Hoffenheim. Die müssen sich über den späten Ausgleich doch etwas ärgern.
Für RB Leipzig war das 3:3 gegen den BVB durchaus als Sieg zu bewerten. Einen richtigen Sieg fuhren die Fuggerstädter ein, nämlich 3:0 gegen Düsseldorf. Das war eine richtig gute Leistung. Hier gegen Leipzig wollten sie den Favoriten ärgern. Jensen, gute Passkombination. Florian Niederlechner plötzlich völlig freigespielt. Und nach 15 Minuten war der Gast aus Augsburg mit 1:0 in Führung durchaus verdient. Gulaschi aus kurzer Distanz ohne Chance. Leipzig brauchte, um sich hier richtig reinzufinden, dann aber mit ordentlich Power nach vorne. Demis Schuss abgewehrt, direkt vor die Füße von Patrick Schick. Und der, seit der Verletzung wieder dabei ist, richtig gut drauf ist, sticht hier zu. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. RB Leipzig wollte das Spiel direkt komplett kippen. Konrad Leimer wird nicht richtig angegriffen, sieht dann Halstenberg. Der legt zurück zu Leimer. Und Kubek hat kein einfaches Spiel. Verdeckter Schuss. Paulsen steht ihm da ein bisschen im Sichtfeld. Dafür fischt der Augsburger Schlussmann den aber doch recht souverän raus. So ging es mit 1:1 in die Pause. Der FC Augsburg begann richtig gut. Doch dann wurde Leipzig stärker und setzte die spielerische Qualität auch ins Tor um. Zweiter Durchgang brauchte, um anzulaufen. Leipzig aber besser. Timo Werner zu Marcel Sabitzer. In der Mitte ist dann Diego Demme. Und der sticht zu. 69. Minute. Der Ball läuft da durch den 16er. Kubek wird zu allem Überfluss noch getunnelt. Rückschlag für Augsburg. Von denen kam im zweiten Durchgang nicht mehr viel. Hier mal eine Freistoßsituation von Daniel Bayer, aber recht lustlos in die Mauer geballert. Mögliches Handspiel auch nicht wirklich vorhanden, ganz klar angelegt. Da gibt es nichts zu überprüfen. Noch 5 Minuten zu spielen. RB Leipzig spielte das ganz souverän runter. Demme zu Konrad Leimer, der nochmal mit einem starken Pass zu Schick. Der war nicht im Abseits. 3:1 in der 86. Minute. Jetzt war alles klar. RB Leipzig setzt sich hier durch und bestätigt die richtig gute Form. Und so kann man aus Sicht von Julian Nagelsmann sehr komfortabel in die Winterpause gehen. Mainz 05 ist aktuell schwer einzuordnen. Da fegen sie 5:0 Werder Bremen vom Parkett. Vorher chancenlos 0:4 gegen Dortmund. Jetzt kam Leverkusen in die Opel Arena. Bei den Leverkusenern läuft es aktuell eigentlich überhaupt nicht. Nun aber Volland mit der Flanke und Havertz in der Mitte als Nutznießer. 7. Spielminute. Besser könnte es hier für Leverkusen kaum losgehen. Robin Zentner ohne Chance. Da war Mainz mal unsortiert und zeigte eher wieder Schwächen vom Duell gegen die Schwarz-Gelben. Und Leverkusen drückte. Volland wieder über die linke Seite. Bekommt viel zu spät Druck. Sinkgraven auf der linken Verteidigungsposition wieder eingesetzt. Volland, das geht zu leicht. Charles Arangis 0:2 nach 13 Spielminuten. Damit hatte wohl keiner gerechnet, als er das Stadion betreten hatte. Zeigt aber auch, dass der erste FSV Mainz 05 nach wie vor in einer prekären Lage steckt, trotz des 5:0 gegen Werder. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel, Mainz kam jetzt besser rein. Barrero zieht den Ball einmal zurück und Robin Quaison, der brillierte gegen Werder Bremen, bringt hier seine Mainzer wieder zurück ins Spiel. Richtig stark gemacht von Barrero mit der Übersicht und Quaison lässt den Ball über den Schlappen rutschen und drischt ihn dann in den Knick. Leverkusen aber machte einen deutlich besseren Eindruck als noch zuletzt gegen die Hertha. Man musste auch was zeigen. War das seinen Fans schuldig? 42. Minute, Arangis, aber nur ans Außennetz. Dann war erstmal Pause, 1:2, das ging so in Ordnung, wobei Mainz immer besser reinfand. Aber Leverkusen, die doch noch etwas bessere Mannschaft war. Mainz nun aber im zweiten Durchgang nochmal eine Schippe drauf. Boetius zu Adam Scholloy und der kann schon mal sitzen. 49. Minute, da scheitert er an Lukas Radetzky. Richtig gute Chance zum Ausgleich.
dann wäre direkt noch viel mehr drin gewesen. Jetzt lief man weiterhin diesem Rückstand hinterher. Nur wenige Minuten später. Baku Öztun Ali, das ist jetzt richtig fein gespielt. Wieder Radetzky. Die Mainzer machten richtig Power nach dem Seitenwechsel. Das verflachte dann wieder und Leverkusen kam besser ins Spiel. Und trotzdem ließ sich sowas nicht vermeiden. Adam Schorloy schickt da Boetius auf die Reise. Riesenchance. Radetzky hält. Und das war die letzte dicke Möglichkeit in dieser Partie. Das 2:2 wäre absolut verdient gewesen nach starkem zweiten Durchgang. Aber so verliert Mainz mit 1:2. Der FC Schalke 04 holte sich ein 1:1 ab gegen den VfL Wolfsburg. Damit konnte man unter dem Strich leben. Gegen den SC Freiburg würde man zum Abschluss der Hinrunde aber gerne zu Hause nochmal einen Dreier einfahren. Aber der SC Freiburg zeigte sich mal wieder widerspenstig, auch gegen die Bayern beim 1:3. Hier starteten beide Teams nicht sonderlich gut rein. Die erste Halbchance gab es dann erst nach einer knappen halben Stunde. Das war Abtasten auf niedrigem Niveau. Beide Mannschaften nach vorne wirklich ziemlich inaktiv. Freiburg wollte noch nicht so ganz mehr und Schalke verzweifelte an der kompakten Defensive. 5 Minuten vor dem Seitenwechsel. Das erste Mal ein etwas besseres Ausrufezeichen in Richtung des Gehäuses von Marc Flecken. Fischt den hier aber raus. Fraglich, ob der aufs Tor gegangen wäre. Kurz vor dem Seitenwechsel. Dann endlich mal die Freiburger. Petersen macht das richtig stark. Höhler alleine vor Markus Schubert und er behält die Nerven. Zögert noch kurz. Stoppt ab. Schaut sich den Keeper aus. Richtig platziert ist es nicht, aber wuchtig und platziert genug. 0:1 nach 45 Minuten, das war dem Spielverlauf überhaupt nicht entsprechend. Ein Torschuss, ein Tor, der SC Freiburg eiskalt, wie lange nicht. Stunde gespielt, die Schalker nun wieder besser drin. Weiterhin aber verletzungsgebeutelt, deswegen konnte noch nicht alles glatt laufen. Dafür machten sie aber wieder ein durchaus ansehnliches Spiel. 62. Minute, Mascarell mal, aber das ist etwas überhastet und dann kein Problem für Flecken. Nun wieder der SC Freiburg. Nach vorne Lukas Höhler, Haberer. Sehr schönes Passspiel. Haberer wird aber im letzten Moment noch von Innenverteidiger Bastian Oczypka abgefangen. Ja, der Bastian Oczypka musste wieder in der Mitte ran. Das gehört zum Verletzungspech bei Schalke dazu. Die Innenverteidigung komplett auf den Kopf gestellt. Schlussphase. Schalke wollte den Ausgleichstreffer erzwingen und er wäre drin gewesen. Jonjo Kenny und Burgstaller. Das gibt's doch nicht. Der Österreicher kann einfach nicht mehr treffen. Gegen den VfL Wolfsburg hätte er auch knipsen müssen. Hier versagen ihm wieder mal die Nerven. Der SC Freiburg, die Chance zum entscheidenden 2:0. Vergaben sie hier, weil Markus Schubert wieder gut ablieferte. Jetzt konnte er sich auch nochmal auszeichnen. Stark von Robin Koch gemacht. Nach 90 Minuten stand es dann 0:1. Bitter für Schalke, das 1:1 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber der SC Freiburg war eiskalt und verdient sich dann irgendwie auch hier diesen Dreier. Der erste FC Köln scheint im Aufwind zu sein. 2 Siege in Folge, das gab es lange nicht. Beim SV Werder Bremen sieht das ganz anders aus. 1:11 Tore in den letzten beiden Spielen. Zu Hause 0:5 gegen Mainz. Das darf nicht wahr sein aus Bremer Sicht. Tatsächlich zeigten sie hier aber ein ganz anderes Gesicht. 5. Minute, Johannes Eggestein. Heute von Beginn an dabei. Scheitert dann Timo Horn und Florian Kohfeldt hätte sicherlich 10-mal, vielleicht sogar 11-mal umstellen können. Aber das ist aufgrund der Verletztmisere einfach nicht möglich. Der anschließende Eckstoß dann hier von
Lang verwertet, Borno stört aber ausreichend, sodass der Kopfball nur ans Außennetz geht. Köln tat sich schwer, hier reinzufinden. Vom 4:2 gegen Frankfurt hier nichts zu erkennen. Da brauchten sie ja erstmal das 2:0 von Frankfurt, um aufzuwachen. Jetzt endlich mal nach vorne unterwegs. Córdoba auf Hector. Veljkovic stellt sich aber rein und verhindert die erste richtig gute Torchance vom 1. FC Köln. Das war in den ersten 45 Minuten noch nichts. Die Fans waren trotzdem optimistisch. Mit dem Punkt könnten sie ja am Ende des Tages durchaus besser leben. Für den SV Werder Bremen wäre es schon essentiell, noch einen Dreier einzufahren vor der Winterpause. Johannes Eggestein auf Milot Rashica. Bremen im zweiten Durchgang wieder gut. Córdoba, Chichos mit dem Befreiungsschlag. Was geschieht daraus? Der kommt wieder postwendend zurück. Davy Klaassen muss sich doch mal ein Herz nehmen und macht es dann auch. 50. Minute, Timo Horn fischt den raus. Gute Parade, hatte auch gegen Frankfurt die ein oder andere richtig starke Szene. Hier bewahrt er seine Mannschaft vom Rückstand. Der anschließende Eckstoß. Bremen bleibt komplett in der Szene drin. Das war wirklich ein anderer Auftritt an diesem Samstagnachmittag. Eggestein, Osako zu Nuri Sahin. 53. Minute. Das nicht unverdiente 1:0 für die Gäste. Sahin, der sehr unglücklich agierte gegen Mainz. Hier kann er sich wieder ein bisschen Selbstvertrauen verschaffen. Doch der 1. FC Köln wachte dann so richtig auf. Córdoba. Keins kommt zunächst nicht durch. Fehler von Moisander. Dann kommt er doch durch. Der Florian Keins. 65. Minute. Da wollen sie es im eigenen 16er spielerisch lösen und werden dafür bestraft. Von Florian Keins. Auch mal bei Werder aktiv gewesen. Die Schlussphase gehörte dann wieder den Geißböcken. Weiter Ball, den erwischt Florian Keins noch, legt ihn gut in die Mitte. Skiri! Nochmal mit einer Abschlusssituation. Das 2:1 wäre aber auch nicht verdient gewesen. Der SV Werder Bremen kämpfte, zeigte eine verbesserte Leistung. Am Ende war nicht mehr drin als dieses 1:1. Das hilft dem 1. FC Köln vor der Winterpause deutlich mehr. Der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag. Die Bayern zogen den Kopf noch spät aus der Schlinge beim Spiel gegen den SC Freiburg. Der VfL Wolfsburg ebenfalls recht spät, 10 Minuten etwa vor Schluss. Mbabu mit dem 1:1 gegen Schalke. Hier geht der rechte Verteidiger an, hat viel Platz und dann eine richtig gute Übersicht. Xaver Schlager in der 26. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Bis dato kaum etwas nach vorne zu sehen gewesen von beiden Mannschaften. Es war recht enttäuschend, was man hier von den Bayern sah. 10 Minuten knapp vor dem Seitenwechsel verbesserten sich dann die Roten aber etwas. Thomas Müller mit der Flanke und Lewandowski macht das Unmögliche fast möglich. Richtig starke Kopfballsituation. Im Rückwärtslaufen bringt er den richtig stark auf den Kasten, trifft dann aber nur das Aluminium. So ging es nach 45 Minuten mit 0:1 in die Pause. Xaver Schlager hatte bislang das goldene Tor erzielt. Im zweiten Durchgang brauchten die Gastgeber wieder, um hier anzukommen im Stadion, dann aber verbessert. Arnold kann den Ball nicht richtig klären. Coutinho zu Gnabry, Rossior dazwischen, dann nimmt er den Eckball erstmal wieder in Kauf. Aber das zeigte, wie Wolfsburg hier auftrat, resolut. Sie ließen wenig zu. Richtig gute Chancen auf das Tor von Castils gab es hier eigentlich überhaupt nicht. Nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Perisic mit dem Eckball. Tisserand klärt's. Perisic rettet den Ball noch. Der VfL kam auch nicht mehr richtig raus. Perisic, da ist dann Javi Martinez. Setzt den Kopfball an, 77. Minute. Das 1:1 mittlerweile überfällig. Doch die Zeit lief davon. Sollte der FC Bayern München tatsächlich am 17. Spieltag nochmal eine Niederlage zu Hause hinnehmen müssen,
Sie wollten es unbedingt vermeiden. Gnabry mit der Flanke. Wieder einer dazwischen. Es war zum Verzweifeln für die Bayern. Martinez, nur noch Feuer nach vorne. Coutinho. Kun Kerstels, passt auf. 87. Minute. Sie verzweifelten am Schluss, Mann. Nach vorne von Wolfsburg absolut nichts mehr zu sehen. Im zweiten Abschnitt schon die Nachspielzeit. Müller, Coutinho, Lewandowski. Die kommen da überhaupt nicht durch. Müller nochmal raus zu Gnabry. Müller, Javi Martinez und jetzt ist der Ball im Tor. Dritte Minute der Nachspielzeit. Javi Martinez erlöst den FC Bayern München und auch wenn es am Ende nur ein Punkt ist, den er damit seiner Mannschaft beschert, das ist extrem wichtig, nicht mit einer Niederlage, sondern mit einem Last-Minute-Erfolg in die Winterpause zu gehen. Die Fans sollten Respekt, am Ende ist es trotzdem glücklich für die Wölfe, aber das späte Tor für Bayern ist sicherlich besänftigend. Die Hertha scheint den Weg zum Erfolg wiedergefunden zu haben. Es wirkt aber so ein bisschen wie unter Pal Dardai. Kaum Chancen in einem Spiel. Am Ende gewinnt man knapp mit 1:0. Das war jetzt zweimal in Folge so gegen Freiburg zu Hause und in Leverkusen. Trotzdem Ausrufezeichen auch für Gladbach, die hier aufpassen mussten, nicht früh in Rückstand zu geraten. Denn die Hertha begann besser. Davy Selke hier in der 14. Spielminute mit dem Abschluss etwas überhastet. Kein Problem für Jan Sommer, den sieht er. Trotzdem zeigte das erstmal, in welche Richtung es gehen sollte. Gladbach tat sich schwer, hier etwas aufzuziehen, weil Hertha das Spiel auch weitestgehend gut verhindern konnte. Spielfluss war nicht wirklich vorhanden. Davy Selke, 17. Minute, in die Arme von Jan Sommer. Jetzt endlich mal auch ein Schuss aufs Tor. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Knappe halbe Stunde gespielt. Von der Fohlenelf nicht zu sehen, die auch gegen den SC Paderborn zuletzt noch einige Probleme hatte. Darida, Wladimir Darida versucht es mal. Beim letzten Heimspiel hatte er den Treffer erzielt gegen Freiburg hier mit dem linken Fuß. Zieht er aber vorbei. Die Zentrale wurde heute auch etwas umgeräumt, weil Marco Grujic zuletzt die fünfte gelbe Karte sah. Da merkte man doch, dass der Mittelfeldmotor bei dem Hauptstadtklub fehlte. Zweiter Durchgang, Gladbach gelobte jetzt Besserung und es sah erstmal besser aus. Player mit der Hacke zu Jonas Hofmann, zurück zu Player, die Flanke auf Neuhaus. Der bringt den Ball per Kopf direkt auf den Kasten, der Aufsetzer. Ist dann gar nicht so ungefährlich, doch Jahrstein hätte den wohl auch noch abfangen können. Die Wucht fehlte hinter diesem Ball. Dann wieder die Hertha. Arne Meyer behält den Ball am Fuß. Die Gladbacher ohne Zugriff. Till Rosun zurück zu Meyer. Und jetzt muss es doch der Treffer sein. 60. Minute. Das 1:0 wäre verdient gewesen. Und jetzt zeigten sich die Herthaner zur Abwechslung mal nicht eiskalt vom Kasten. Für ein Topspiel war das eine richtig maue Nummer. Besonders Gladbach zeigte keine gute Partie. Die guten Chancen hatte, wenn mal die Hertha. Till Rosun, 72. Minute, nochmal mit dem Versuch. Aber auch das zu überhastet. Am Ende bleibt es beim 0:0. Eine wirklich mittelmäßige Top-Partie geht zu Ende. Am Samstag um 20.17 Uhr ist Feierabend. Hertha gegen Gladbach 0:0. Für die Hauptstädter ist das vermutlich der größere Erfolg. Für Fortuna Düsseldorf wäre es wichtig, vor der Winterpause nochmal einen Dreier einzufahren. Darauf warten sie schon seit einiger Zeit. Es ist keine konstante Leistung, die sie in dieser Saison abrufen können. Kovnatski jetzt aber auf Morales, der zum 1:0, aber nur vermeintlich. Subotic bleibt clever stehen, dann ist es etwas unglücklich gemacht, sodass die Fahne hochschnellte nach 9 Minuten. Das aber völlig korrekt hier. Subotic macht den
Schritt raus. Ist auch mit Risiko behaftet, diese Situation, aber führte hier zum wichtigen Erfolg. Anfangsphase, sehr interessant. Bülter zu Gentner. Mit etwas Glück ist der Routinier da im Rückraum völlig frei. Der Ball kommt dahin. Und Gentner schweißt das Ding unter die Latte. Keine Chance für Zach Steffen. Düsseldorf etwas gehemmt und irritiert von diesem Einschlag. Union wollte diese Phase nutzen. Und das taten sie auch. In Person von Marius Bülter. Doppelschlag. 18. Minute 0:2. Starker Abschluss. Nicht zu halten für Steffen. Bis zum Seitenwechsel passierte dann nicht mehr viel. Düsseldorf sammelte sich wieder. Union Berlin ging in die Defensive und produzierte keine Tormöglichkeiten mehr. Hennings mit dem Ballgewinn gegen Subotic. Setzt sich dann dadurch, spielt den Ball in die Spitze. Der Ball auf der rechten Außenbahn. Lange gehalten, bis dann einer nachrückt. Hennings und dann Morales. Riesige Chance in der 54. Minute zum Anschlusstreffer. Das hätte es sein müssen. Gikiewicz mit einer guten Parade. Trotzdem, der Ball muss drin sein. Aber Düsseldorf machte es jetzt deutlich besser. Stunde von der Uhr. Union kam hinten nicht mehr richtig zur Entlastung. Morales, Adam Bocek nach Gelbsperre wieder dabei. Subotic schmeißt sich rein, haut alles in diesen Ball, was er hat. Und kriegt die Fußspitze noch gerade so ran. Wichtig, das weiß auch Rafa Gikiewicz. Auf der anderen Seite nur noch Standardsituation, punktuell gefährlich vom FC Union Berlin. 77. Minute, Trimmel aus knapp 32 Metern, legt sich da den Ball zurecht, versucht es dann auch. Und so schlecht war der nicht. Zach Steffen muss aber nicht eingreifen, sieht, dass der dann doch über den Kasten geht. Mehr kam dann aber nicht. Düsseldorf hätte früher anschließen müssen oder überhaupt anschließen müssen. Es wäre möglich gewesen, aber unter dem Strich geht dieses 0:2 durchaus in Ordnung. Der SC Paderborn schlug sich lange Zeit ganz gut gegen Borussia Mönchengladbach, hatte immer wieder Chancentreffer zu erzielen, aber sie gingen leer aus, mussten sich 2:0 geschlagen geben. Was bei Frankfurt passierte gegen den 1. FC Köln, das war tatsächlich sensationell. Positiv oder auch negativ, je nach Perspektive. Die erste Chance nach 5 Minuten durch Kamada wird hier aber noch abgewehrt. Kamada hatte die Chance zum 3:2 gegen den 1. FC Köln, scheiterte aber an Horn und dann nahm das Übel so richtig seinen Lauf. Nun der SC Paderborn nach vorne, das erste Mal unterwegs. Zulinski, starker Ball auf Sabiri und der schlägt zu. 17. Minute, Abdelhamid Sabiri mit dem 1:0 für die Paderborner. Wiedwald im Kasten überwunden. Frankfurt brauchte eine Zeit, sich davon zu erholen. Dann Dost mit dem Ballgewinn gegen Schonlau. Das ist richtig bitter. André Silva legt den Ball sich selbst nochmal zurück und haut dann drauf. Scheitert an Zingerle. Schaltet am schnellsten und erzielt den Ausgleich. 39. Minute. Das 1:1 verdient allemal. Aber auch vermeidbar. Dicker Bock von Schonlau im Mittelfeld. So ging es dann in die Pause. 1:1. Das war in Ordnung. Bitte aus Paderborner Sicht die Entstehung des Ausgleichtreffers. Der zweite Durchgang dann vom SC Paderborn dominiert. Zulinski, Mamba und 2:1. 49. Minute, perfekter Auftakt gegen die Gladbacher. Kassierten sie unmittelbar nach Wiederanpfiff das 1:0. Hier waren sie jetzt selber das wachere Team. Frankfurt sollte nochmal was zeigen. Dost, Silva, wieder Dost, zu Silva und Ausgleich. 59. Minute. Das konnte man den Frankfurtern lassen. Trotz harter Wochen, auch mental gesehen, gaben sie sich hier einfach nicht geschlagen. Doch der SC Paderborn hatte den längeren Atem. Sabiri, Sabiri! Gefährliches Ding.
Der senkt sich richtig fies. Ist nur nicht zu 100% optimal getreten. Doch weiterhin fast ausschließlich die Paderborner. Frankfurt steht zu offen. Sabiri, Kai Pröger zu Streli Mamba. 3:2. 74. Minute. Der Führungstreffer für Paderborn. Und tatsächlich auch der Siegtreffer. Von Frankfurt kam danach nichts mehr. Sie waren am Boden zerstört, kämpften leidenschaftlich. Aber ihnen fehlte einfach die Puste. Und so verlieren sie zum Abschluss des 17. Spieltags mit 2:3. In Paderborn. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wunderbare Feiertage und ja, möglicherweise einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht sieht man sich vorher mal. Ansonsten danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und adios.